Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Albina und im heutigen Video geht es um die Farbe Grün und Aquarellmalerei. Ihr werdet sehen, wie die unterschiedlichen Farbnuancen sich unterschiedlich verhalten und wie man von einem fast schwarzen Grün mit Zugabe von Wasser einen bezaubernden grünen Ton kreieren könnte. Das erwartet euch in meinem Video und das geht gleich los nach dem Intro. Jetzt, wie ihr seht, da sind alle Materialien schon da und heute geht es um die Farbe Grün und was ist überhaupt in Aquarellmalerei wichtig? Wie fange ich an? Was muss ich betrachten und so weiter? Ich nehme erstmal so die Synthetikpinsel, das ist die Nummer 6 und zeige euch, wie man so die Verlauf bei Aquarellfarben machen könnte. Wir machen erstmal wirklich auf trockenem Papier und ich setze hier so 4 Kleckse von hell zu dunkel. Es gibt verschiedene Hersteller und verschiedene Farben. Ich habe jetzt so die russische Farben, mit denen ich schon lange male. Und ich habe jetzt für mich so 4 grüne Farben ausgesucht. Die Namen findet ihr in Beschreibung. Und wie ihr seht, je weiter ich mit der Farbe gehe, ich beschränke mich heute auf 4, desto dunkler sie werden und am Ende sieht das fast schwarz aus und wenn ihr die Farben auspackt, dann sehen sie auch wirklich schwarz aus. Und was passiert, wenn ich bei Aquarellfarbe mit Wasser gehe? Je mehr Farbe wir nehmen, desto dunkler ist die Farbe. Je mehr Wasser wir nehmen, desto heller wird die Farbe. So könnt ihr sehen, am Ende kann ich das fast so heller immer gehen. Und da, wo ich mehr Farbe habe, dann hier kann ich dann Verlauf machen, dass man von diesem Dunkel immer nach unten immer zu hellere Farbe geht. Und hier haben wir wirklich auf trockenes Papier einfach mit Wasser die gezogen. Das heißt, auf trockenem Papier so, dann schaffen wir dann so Farbverlauf, dass die Farbe von dunkel zu hell sich verlauft. Und wie ihr seht, da haben wir verschiedene grüne Töne. Oben sehen sie alle schwarz aus und jetzt habt ihr gesehen, eine geht ein bisschen ins Blau, der andere ein bisschen richtig ins Grün und diese Farbe liebe ich sehr gerne, das benutze ich für Hintergrund, das hat so ein bisschen blauliche Ton und das macht immer so ganz inspirierende Farbton. Und wie ihr seht, von dunkel fast zum Schwarz in tolle Farbübergänge. Und so haben wir gesehen, wir haben auf trockenes Papier gearbeitet. Und wenn wir jetzt das Ganze, ich mache das, meine Wasser ist jetzt ein bisschen grün, deswegen wird das ein bisschen grünlich. Ich mache das Ganze jetzt auf nassen Untergrund. Die gleichen Farben, nur auf nassen Hintergrund und ihr könnt sehen, wie die Farbe dann läuft. Die gleiche grüne Farbe und jetzt läuft es nicht auf diesem Papier. Na, das ist jetzt, das läuft nicht, muss man so sehen. Es kann aber daran liegen, dass mein Wasser schon schmutzig ist. Ich gucke das jetzt bei den dunkleren Farben. Wenn die Farbe nicht springt, könnte das wirklich an diesem Papier liegen, weil das ist die neue Papier, was ich jetzt für die Postkarten benutzt habe. Und jetzt schauen wir da mal. Nee, das könnte wirklich an Papier liegen. Schaut mal, das ist aber sehr gut, dass wir das jetzt gemeinsam gesehen haben. Sonst, ich würde das auch auf andere Papier dann vielleicht dann ein kurzes Video drehen, damit ihr seht, wie die Farbe springt. Weil wenn das andere Papier ist, da könnte man das nass machen an Punkt und das Ganze wird gesprungen. Aber erstmal habt ihr gesehen, dass die Farbe von dunkel zu hell sich entfaltet und je mehr wir Wasser nehmen, desto heller wird die Farbe. Je weniger Wasser wir nehmen, desto dunkler wird die Farbe. So können wir mit Aquarellfarben arbeiten und hier war das die Farbe Grün ins Spiel. Jetzt habe ich mich anders entschieden, weil bei anderen Papier hat es nicht funktioniert und das hat mich jetzt so ein bisschen zur Idee gebracht, dass ich euch einfach ein Beispiel von 2 Farben zeige, wie die Farbe springen sollte. Und ihr könntet dann selber ausprobieren, welche Farbe fließt bei euch, welche nicht. Dafür braucht ihr aber wirklich sauberes Wasser, weil getöntes Wasser könnte das Prozess von dieser Flüssigkeit ein bisschen stoppen. Ich nehme Wasser
und ich bereite mein Papier ein bisschen vor. Ich mache das nass. Ja, und ihr könntet zu Hause sehen, okay, wie nass. Wenn er sieht, dass Papier noch nicht glänzt, dass das manchen Stellen noch nicht glänzen, dann gehen sie zwei, dreimal rüber. Und jetzt mache ich, das habe ich jetzt hier ein bisschen größere Fläche gemacht. Wenn er sieht, dass es zu viel Farbe ist, das ist auch nicht so ganz gut, deswegen verteilt er das möglichst gleichmäßig und dann nimmt er die Farbe und geht er mit der Farbe einfach rein. Und er sieht die Farbe, das ist diese, was man in Aquarellfarbe liebt, die fließt. Und wenn ich dann noch mehr Farbe nehme und der Strich drin ziehe, dann fließt es weiter und dann entstehen fantastische Übergänge. Und das Gleiche zeige ich euch auch jetzt mit dem anderen Farbton, damit ihr einfach wisst, je nachdem, was wir für Papier nehmen, könnte Farbe gar nicht fließen. Das war jetzt so ein bisschen ungünstig für die Postkartenpapier. Aber dieses Papier, was ich schon seit 12 Jahren in meiner Malschule benutze, die ist einfach super. Dann, wie gesagt, Platz vorbereiten, dass das alles glänzt. Und dann nehmen wir die Farbton, packen wir da rein. Und diese Effekte, die liebe ich in Nass-in-Nass-Technik. Jetzt hast du auch gesehen, dass bei Aquarellmalerei nicht nur Aquarellfarbe, sondern auch Aquarellpapier eine Rolle spielt. Bei einem Aquarellpapier verläuft die Farbe richtig perfekt, bei anderen bleibt das stehen. Und wenn du mehr darüber sehen wolltest, dann schreib mir in den Kommentar, ich will das sehen und ich würde natürlich ein Video dazu drehen. Und wenn es dir meine Video gefallen hat, dann abonniere meinen YouTube-Kanal, folge mich bei Instagram und bei Facebook und bis zum nächsten Mal, deine Dara.